Beast Wood! Fire! Fire burns wood! Battle Beast Fire! Water! Water puts out fire! Battle Beast Water! Wood! Wood beats water! Battle Beast! Battle for the fun of it! Just activate their battle badges. Hallo zu einem neuen Short Review Review über meine Battle Beast Sammlung. Und ja, ihr habt richtig gelesen im Intro, sie ist komplett. Nicht ganz, darauf komme ich gleich, aber ja, ihr wisst gleich, worauf ich hinaus möchte. Das ist meine bisherige Battle Beast Sammlung, ich meine der Serie 1. Also es gibt 4 Serien, 3 mit Rubbelsymbolen und eine mit mit einem sozusagen Glasauge, mit einer Gucklinse. Und das ist Serie 4. Nur Serie 1 und 4 sind in Deutschland erschienen. Und ja, Serie 1 habe ich so gut. Ja, ich habe sie fast komplett. Ich habe sie komplett und doch noch nicht komplett. Darauf komme ich jetzt gleich. Ihr seht hier meine bisherigen Battle Beasts. Von 3 habe ich sogar 2 zusätzlich. Das liegt daran, dass es Farbvarianten sind. Bei meinem Killer Carp ist zum Beispiel der Anzug in einem etwas anderen Lila-Ton. Näheres über Killer Carp findet ihr in der Infocard, denn ich habe Einzelvideos zu zahlreichen meiner Battle Beasts gemacht. Noch nicht von allen, aber von einigen. Und als Beispiel findet ihr Killer Carp in der Infocard. So, ihr wollt natürlich wissen, was hat sich jetzt geändert. Hier stehen noch keine, in dem Sinne 28 Figuren. Naja, es stehen schon fast 28 da, aber im Endeffekt fehlt mir nur die eine Figur. Ich sagte das ja schon mal in meinen anderen Pickup-Videos. Eine einzige Figur fehlte mir, die habe ich jetzt auch. Spoiler. Aber es gab auch so ein paar Neuheiten. Also, was habe ich neu an Battle Beasts? Und ich fange jetzt an mit den Laser Beasts Staffel 4, weil die habe ich einfach bekommen. 20 Euro, 2 Stück. Ohne Waffen. Da habe ich einmal neu, ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißt, aber einen schönen Wolf, richtig cool. Und nochmal den Sangarian, auch die schöne Krabbe. Zusammen für 20 Euro war es echt günstig. So, die stellen wir mal hier aufs Podest. Das heißt, meine 4. Season geht langsam voran, wird aber schwerer, weil die meistens etwas seltener sind. Gerade im Bereich Waffen wird das da sehr, sehr schwer. Gut, was war weiter? Ich habe einen Deal gemacht, da habe ich inklusive Versand, ja, ich habe 30 Euro bezahlt. Und zwar habe ich 2 Figuren bekommen. Eine habe ich auch schon einmal, ich komme jetzt gerade wieder auf den Namen nicht, aber eine echt coole mit Waffe übrigens. Und einen Pirate Leo, auch mit Waffe. Die Waffe habe ich nur jetzt hier neben liegen. Und ein schönes Schwert kommt in seine Hand. So, Pirate Leo ist komplett. Und ihr seht, ich habe hier schon einen. Der hat aber kein Rubbellogo und der ist in wirklich besserem Zustand. Und deswegen wird der ausgetauscht, aber der kriegt hier sein Podest. Als Anführer muss er hier oben stehen. Die Neuheiten werde ich gleich hier oben hinstellen. Und dieser hier, ja, wird mich sozusagen verlassen. Also ist er ausgetauscht. So, weiter geht es. Ich habe in einem anderen Video, Pickup-Video schon mal gezeigt, eine Waffe von Krusty Krab. Das heißt, einer meiner Krusty Krabs kriegt jetzt seine Waffe in die Hand. So, komm, hineingesteckt. Somit ist auch der mit der Waffe ausgestattet. Klar, seine Farbvariation hat noch keine Waffe, aber darauf lege ich nicht ganz so großen Wert, weil ich sie einmal habe. Natürlich, wenn ich sie noch ein zweites Mal bekomme für meine Varianten, freue ich mich sehr. Doch momentan spielt das jetzt nicht die große Rolle bei den Varianten. Ich möchte sie einmal komplett haben, das ist das Wichtige. Sicherlich, wie ich jetzt hier auch bei Pirate Leo, das hatte sich so ergeben, zusammen eben halt mit dieser Figur, die doppelt ist. Aufgrund dessen packe ich sie erstmal zur Seite. Ihr seht, hier ist meine, obwohl, ja, ihr seht hier auch gleich, na, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, ich halte sie mal ganz nah ran, sind Farbvariationen. Ne? Ich versuche mal aus dem Bild zu kommen.
bisschen Farbvariation. Ist vielleicht ein bisschen schwer jetzt in dem Kameralicht zu sehen, aber im Vergleich, auch wenn das Rubbellogo ein bisschen besser ist beim neuen und eine leichte Farbvariation, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn doch behalte, aber momentan ist er erstmal zum wird er nicht die Serie-Sammlung vervollständigen, obwohl ich stelle ihn jetzt einfach mal dazu. So, haben wir ihn zweimal, aber ja, doppelt, ist egal. Ist halt so. Gut, ihr seht, ich habe hier eine ganze Menge und ja, es gab dann noch einen Deal, den ich hatte. Und zwar habe ich zwei Figuren gekauft, darunter auch die letzte fehlende. Erstmal kommt, hier habe ich nochmal, ich glaube, Rubberneck, den habe ich drauf, den Namen, die Giraffe mit Rubbellogo in einem sehr guten Zustand. Gefällt mir sehr gut, ist auch kaum Abnutzung, wenig bespielt und das ist ein wunderbares Upgrade für meine Figur, denn hier oben fehlen schon die Hörner, das habe ich jetzt erstmals leider bemerkt und auch das Rubbellogo und somit ist das perfektes Upgrade für meine Figur. Diese wird mich sozusagen jetzt verlassen. Dadurch, dass sie so beschädigt ist, ist natürlich leider auch nicht sehr viel wert. So, komm, Waffe in die Hand. Du möchtest doch die Waffe, komm. Ja, es ist schon verrückt. So, komm, jetzt hat er die Waffe richtig in der Hand. Biegt sich auch so ein bisschen, vielleicht auch das Plastik ein bisschen poröser, wie auch immer. Er hat seinen Kampfstab und somit habe ich jetzt eine sehr gute Erneuerung und die Figur sieht sehr gut aus. Wie gesagt, die andere, ja, mit den Hörnern ist mir gar nicht aufgefallen beim ersten Mal, als ich sie bekommen habe, aber sie hat sehr viel Abnutzung. Ja, wird mich verlassen. Kommt in die Tauschkiste oder für meine Battle Beasts. So, aber jetzt kommen wir zu dem letzten. Damit habe ich dann meine Figuren von Serie 1 komplett. Und zwar ist es Hardtop Tootsie, die Kampfschildkröte. Richtig cool. Na, komm, ihr sollt sie nochmal genauer betrachten. Einfach absolut klasse. Die Waffe, die hatte ich bereits. Und somit ist der sogar auch komplett. Jetzt richtig schön mit Speer. Oh, das sieht geil aus. Kommt dann auf dem Podest neben Pirate Leo. So, die beiden, weil das um Serie 1 geht. Erstmal zur Seite. So, da haben wir jetzt Serie 1 komplett. Ihr seht jetzt alle Figuren der Serie 1. Es wird bei mir sicherlich noch mal ein, zwei Upgrades geben. Na, so wie bei meinem Gruesome Gator. Weiß ich noch nicht genau, ob der ein Upgrade kriegt. Der ist auch schon ein bisschen bespielt, aber wenn ich einen besseren finde, logischerweise. Aber er hat natürlich noch keine Waffe. Das heißt, figurentechnisch Serie 1 komplett. Erster Schritt abgeschlossen für meine Komplettierung der ersten Staffel. Das heißt, komplett bin ich mit allen. Ach, ich bin ganz stolz, ich wiederhole mich doch deswegen. Ich habe alle Figuren von der ersten Season, von der ersten Serie von Battle Beasts, die in Deutschland erschienen sind. Wow. So, jetzt geht es nur noch ein bisschen Waffen sammeln. Mal sehen. So, wenn das schnell geht, freue ich mich. Lass mich überraschen. Mir fehlen jetzt noch einige Waffen. Es müssten jetzt 8 an der Zahl sein. Ich müsste mal ganz kurz zählen. Nicht die doppelten mitgerechnet. Also hier fehlen mir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, es sind nur 6 Waffen, beziehungsweise 7. Denn ich habe hier eine geteilte Waffe. Bei dem wurde der Speer leicht abgeschnitten. Somit ist das mehr wie eine Axt. Auch nicht schlecht, aber es ist, das heißt, in dem Sinne, 7 Waffen fehlen mir noch. Und dann habe ich die Serie ganz komplett. Das heißt, es wird noch ein Video mit einem Komplett-Video geben für meine Serie 1. Ja, mehr kann ich heute nicht sagen. Das ging nur um Battle Beasts. Meine Serie 1 ist komplett. Ich bin ganz, ganz glücklich. Und mit ein paar Eindrücken verlasse ich euch jetzt. Ich wünsche euch ja alles Gute. Hinterlasst ein Like, wenn es euch gefallen hat. Über ein Abo freue ich mich sehr. Und kommentiert. Was sagt ihr zu meiner 99%igen kompletten Battle Beasts Sammlung?
Und sonst, ja, bis zum nächsten Mal.